Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 16. November 2020. Und ja, ich habe nachgeschaut, heute ist wirklich der 16. November 2020. Und ihr hört die Geek Talk Daily mit der Nummer 916. Heute habe ich folgende Themen: Benchmarks, Menübar, Controller, Google Fotos, Stadia und Huawei. Ich beginne gleich mit Benchmarks. Als Apple am letzten Dienstag den neuen M1 vorgestellt hat und ihn vollmundig den schnellsten CPU-Core der Welt betitelt hat, da haben viele geschmunzelt. Die einen haben gelacht und die anderen haben noch ganz andere Dinge gedacht. Doch wie jetzt die ersten Benchmarks zeigen, sind die Dinger wirklich richtig fix und schlagen sogar zumindest im Single-Core-Bereich die komplette Apple-Serie. Und das ist natürlich schon eindrücklich. Wenn man dann das Ganze noch mit anderen Geräten vergleicht, dann werden wir sicherlich in den nächsten 1-2 Wochen noch ein paar eindrückliche Werte sehen. Und generell, wenn man sich ein bisschen stärker mit diesem M1 beschäftigt, was da alles mit reinkommt und was da alles drauf passiert etc., dann ist das schon eine sehr, sehr eindrückliche Geschichte. Also ich denke, da hat Apple nicht ganz den Mund allzu voll genommen. Sicherlich wird es immer irgendwo noch was Besseres geben und auch das wird noch ein bisschen so bleiben, aber Apple hat da wieder mal einen ziemlich tollen Schuss gemacht, so wie es zumindest aktuell ausschaut. Das wird sich jetzt dann zeigen, wenn die Geräte im Laufe der Woche dann auch bei den Kunden ankommen und schlussendlich dann da die ersten Erfahrungen rauskommen. Wer Sonos nutzt und einen Mac besitzt, unter anderem schon auf macOS Big Sur ist, der kann sich freuen. Mit Menübar Controller for Sonos kommt ein schickes Update. Optisch schaut das Ganze sehr, sehr toll aus. Ist ein bisschen größer gehalten als in der Vorgängerversion mit schönem Bild und Text, was es genau ist. Und auch gleich unten dran die Auswahl an den einzelnen Speaker, wo man das wiedergeben mag. Play, Pause, Button, alles Mögliche ist da. Ein Regler für die Lautstärke. Also wie gesagt, wer mit Sonos unterwegs ist und einen Mac besitzt, sollte sich die kleine App runterladen. Das lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen und den Entwickler somit logischerweise auch dafür wieder entlohnen und für weitere Entwicklungen oder weitere Updates zu motivieren. Weiter geht's mit Google Fotos. Ich weiß, das Thema hatte der Achim in der letzten Woche schon. Der Suchmaschinenriese sahnt jetzt dann gleich doppelt ab, zum einen mit teuren Daten, zum anderen indem, dass sie Geld verlangen. Ich weiß, immer ein bisschen ketzerisch, aber ja, darf man auch zwischendurch. Nun kommt aber eine unschöne Meldung. Eigentlich waren die Pixel-Smartphones ja immer die, die außen vor waren. Die haben immer zusätzlich noch Speicher dazu bekommen. Das war so ein Zückerchen und für den einen oder anderen auch der Grund, weshalb sie dann schlussendlich doch zum Pixel gegriffen haben. Das soll laut Android Central ab nächsten Jahr nicht mehr so sein. Auch die sollen auf eine 15 GB kostenlose Grenze geteilt werden. Lustig ist auch, was Google gesagt hat, der Durchschnittsnutzer kommt auf 3 Jahre, wenn er im Schnitt normal Fotos macht, keine Videos, nur Fotos, und die in die Cloud lädt, so lange sollen 15 GB reichen. Ja, bei mir ist das ja knapp ein paar Tage, glaube ich, und dann habe ich die voll. Aber ich bin auch das andere Extrem, muss man immer wieder dazu sagen. Dann gibt es auch Neuigkeiten zu Google Stadia. Der Spieledienst, der sehr, sehr schlecht angelaufen ist, viel Spott und Häme kassiert hat und langsam aber sicher ein bisschen in Fahrt kommt. Zumindest haben sie jetzt endlich mal geschafft, die 100-Spiele-Grenze zu knacken. Es kommen ein bisschen mehr Geräte und Möglichkeiten, wo das Ganze läuft. Und Google hat gedacht, was haben wir schon lange nicht mehr getan? Messenger geklöppelt. Und das haben sie jetzt für Stadia. Der Stadia Messenger ist da. Man kann jetzt als Spieler vom Stadia, der Stadia-Plattform, mit einzelnen anderen oder auch in Gruppen reinquatschen und somit dann, ja, ihr wisst was, der nächste Dienst, den Google irgendwann mal einstellen wird wahrscheinlich. Obwohl, bei so Chat-Geschichte, also bei Games macht ein Chat immer Sinn, aber ich glaube, da hat sich bei den ganzen Gamern schon einige andere Plattformen als Favoriten abgezeichnet. Mal schauen, ob es Google dieses Mal schaffen wird. Zu guter Letzt kommen wir noch zu Huawei und da gibt es tolle und schöne Nachrichten für Huawei und natürlich auch deren ihre Fans und Kunden. Jetzt hat
Qualcomm eine Sonderregelung bekommen, um auch weiterhin Chips an Huawei auszuliefern. Zumindest 4G-Chips dürfen sie in Zukunft ausliefern. Das haben sie jetzt bestätigt bekommen, so wie der Artikel lautet, zumindest von Reuters. Und das war ja auch lange zu hoffen, weil es gab auch schon immer wieder die Gerüchte, ob Huawei jetzt nicht komplett sich verabschieden wird von dem ganzen Bereich. Auch Honor wurde oder will verkauft werden. Ich weiß gar nicht mehr richtig, ist es jetzt schon durch? Nee, ich habe nichts mehr gehört. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gute Neuigkeiten und ich bin jetzt mal gespannt, ob sich da mit beiden auch noch was ändern wird. Vielleicht, wer weiß, es könnte sich noch zu einem Guten wenden. Aber ich glaube auch, dass Huawei fleißig im Hintergrund, und ich weiß ja auch, da ich mehrere Geräte davon besitze und fleißig teste, die App-Gallery, die sie haben und ihre ganzen eigenen Dienste, die Metal Search oder wie sie heißt, und die neue eigene Maps etc. am Forcieren sind. Und da wird Amerika noch einiges auf sich zukommen sehen dürfen. Das war's mit Neuigkeiten zum heutigen Montag. Euch einen wunderschönen und tollen Start in die neue Woche und wenn alles klappt und ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.